Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröder stellt den Verfassungsbericht Brandenburg 2014 vor. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich einleitend eine Grundaussage treffen. Sie lautet: Der Rechtsextremismus ist und bleibt die größte Herausforderung für unseren Verfassungsschutz, denn er stellt gegenwärtig auch das größte Bedrohungspotenzial für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung dar. Im Jahr 2014 wurden in Brandenburg insgesamt 1160 Rechtsextremisten gezählt. Das entspricht einem Zuwachs von 35 Personen. Die Verfassungsschutzbehörden im Bund und in den Ländern unterteilen den Rechtsextremismus in bestimmte Kategorien. Wir haben sie hier auch farblich in unserer Grafik unterschieden. Der orangefarbene Balken zeigt die Entwicklung des neonationalsozialistischen Personals oder Personenpotenzials. Ende 2014 waren es in Brandenburg 450 Personen. Es sind also 20 mehr als im vergangenen Jahr oder im Jahr zuvor. Neonationalsozialisten bilden seit dem Jahr 2012 die größte Einzelkategorie innerhalb des Rechtsextremismus im Land Brandenburg. Das schlägt sich auch auf die Anzahl entsprechender Personenzusammenschlüsse nieder. Darauf wird nachher der Leiter unseres Verfassungsschutzes, Herr Weber, noch näher eingehen. Der blaue Balken zeigt die Zahl der Parteimitglieder. 315 wurden im Jahr 2014 gezählt. Das ist auch ein Zuwachs von 20 Personen. Grün markiert sind die gewaltbereiten Rechtsextremisten. Sie gelten als eher unorganisiert. Ihre Zahl stieg erstmals seit 5 Jahren bedauerlicherweise wieder an. Ende 2014 waren es 420 Personen. Das entspricht einem Zuwachs von 30 Personen. Insbesondere Menschen dieser Gruppe stehen immer wieder mit politisch motivierten Gewaltstraftaten in Verbindung. Der Verfassungsschutz stellt zusätzlich fest, dass sich das rechtsextremistische Schwerpunktgebiet verlagert hat. Über längere Zeit war es der Süden Brandenburgs. Jetzt müssen wir feststellen, dass es nicht nur dort nach wie vor eine hohe Aktivität gibt. Wir müssen konstatieren, dass eine andere Region mittlerweile eine höhere und insgesamt szeneübergreifende Dynamik aufweist. Sie umfasst die Landkreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, den südlichen Teil von Oberhavel, also den Altkreis Oranienburg, sowie den südöstlichen Teil von Ostprignitz-Ruppin. Getragen von insbesondere persönlichen Kontakten verschränken sich dort vor allem Strukturen von NPD und ihrer Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten mit Neonationalsozialisten. Gemeinsamer Antrieb sind unter anderem Hetzkampagnen gegen Ausländer. Die Szene ist bemüht, die zurzeit ansteigende Zahl von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen in unserem Land für ihre Propaganda zu nutzen. Das tut sie insbesondere auch mit Aktionen wie Nein zum Heim oder anderen Aktivitäten, oftmals in übelster Art und Weise. Sie verbreiten häufig Angst und Schrecken, und das ist besorgniserregend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ebenso
rückt Frankfurt-Oder und seine Umgebung in den Fokus. Hier stellen sich zunehmende und neue Herausforderungen für unsere wehrhafte Demokratie. Von 315 Parteimitgliedern der rechten Szene entfallen unverändert 290 auf die NPD. Die 25 übrigen sind insbesondere der Partei Die Rechte zuzuordnen. 35 der 290 NPD-Mitglieder sind den jungen Nationaldemokraten zuzuordnen. Letztere haben im vergangenen Jahr einen Landesverband gegründet. Die NPD unterhält unverändert 8 mehr oder weniger aktive Kreisverbände. Von den 24 Ortsverbänden, das ist einer mehr als im davor betrachteten Jahr, existieren viele nur virtuell im Internet. Hinzu kommen unverändert 4 Stützpunkte der jungen Nationaldemokraten. Bei den Kommunalwahlen 2014 erzielte die NPD 49 kommunale Mandate. Das sind 2 weniger als zusammen mit der DVU im Jahr 2008. Das ist eine erfreuliche Bilanz. Eines ihrer 49 kommunalen Mandate hatte die NPD Ende 2014 bereits wieder verloren. Bei allen Wahlen des Jahres 2014 blieb sie, das ist ja eine bekannte Tatsache, unter ihren selbstgesteckten Zielen, unter den Erwartungen. Meine Damen und Herren, im Linksextremismus ist das Personenpotenzial auf 490 leicht angestiegen. Das zeigt in der Grafik der rote Balken. Im Jahr zuvor waren es 485. Der grüne Balken zeigt die gewaltbereiten Autonomen. Es sind weiterhin 190. Damit hat sich der Personenkreis gegenüber dem Höchstwert, den hatten wir im Jahr 2002 zu verzeichnen, mehr als halbiert. In unverändert 10 Kommunen bzw. Regionen unseres Landes sind sie aktiv. Wie gewaltbereit autonome Linksextremisten sein können, das hat sich unlängst in Frankfurt am Main gezeigt. Bei den Ausschreitungen gegen die EZB sind ja ungefähr 150 Polizisten verletzt worden. Sachschäden in Millionenhöhe sind zu verzeichnen gewesen. Das heißt also, diese Gruppe ist auch nicht zu unterschätzen. Auf nur noch 70 Mitglieder bringt es die Deutsche Kommunistische Partei. Die Mitgliederzahl sank damit weiter, diesmal um 10 Personen. Es ist zu vermuten, dass die Reststrukturen der Partei in Bälde zerfallen. Erneut gewachsen ist dagegen die Rote Hilfe. Der Verein zählt nunmehr 200 Mitglieder. Das ist ein Zuwachs von 20 Personen. Innerhalb des Linksextremismus behauptet die Rote Hilfe ihre Rolle als übergreifende, zwischen allen Strömungen vermittelnde Konsensorganisation. Sie kümmert sich unter anderem um Rechtsbeistand für politisch motivierte Straftäter. Die Aktivitäten der Roten Hilfe sind nicht darauf ausgerichtet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu akzeptieren. Sie sieht darin vielmehr den Ausdruck eines repressiven Systems. Meine Damen und Herren, für den Bereich islamistischer Extremismus gibt der Verfassungsschutzbericht 40 Personen an. Das sind 10 mehr als im Vorjahr. Erneut konnten in unserem Land keine Strukturen festgestellt werden. Allerdings gibt es in Berlin islamistisch beeinflusste Einrichtungen. Sie dienen in Brandenburg lebenden Einzelpersonen als Anlaufpunkte. Darüber hinaus liegen wie im Vorjahr Erkenntnisse vor,
dass Einzelpersonen erneut Richtung Nahosten ausgereist sind, um dort sehr wahrscheinlich an Kampfhandlungen teilzunehmen. Es geht hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, zwar um kleine Fallzahlen, doch von diesen Personen und ihren Netzwerken gehen außerordentlich hohe, zurzeit abstrakte Gefahren aus. Bereits jetzt binden Einzelpersonen zahlreiche technische, aber auch personelle Ressourcen unseres Verfassungsschutzes, aber auch anderer Sicherheitsbehörden. Der damit verbundene finanzielle Aufwand ist enorm. Er ist aber nötig, um die Sicherheit in unserem Land garantieren zu können. Das größte Personenpotenzial im Bereich Ausländerextremismus weist in Brandenburg unverändert die bundesweit mit einem Betätigungsverbot belegte Arbeiterpartei Kurdistans, die PKK, auf. Ende 2014 wurden ihr rund 100 Personen zugerechnet. Das sind 15 weniger als im Jahr zuvor. Meine Damen und Herren, so viel zunächst von mir. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.